Zum Vortrag der VVU Haberger AG Strategien mit Perspektive. Die VVU Haberger AG wurde 1985 gegründet und umfasst heute als familiengeführte Gruppe mittlerweile eine Reihe von Unternehmungen im Finanzsektor, wie etwa die Finanzierung von Startups, eine Wirtschaftsberatung, eine Immobilienprojektentwicklungsfirma, eine Fondsvermögensverwaltung sowie eine Stiftung für Kinderhilfe. In den letzten 10 Jahren wurden von der VVU Haberger AG 2 Investmentfonds initiiert. Der erste, der H1 Flexible Top Select, und der zweite, der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Verantwortlich sind zum einen Thomas Bolach, Leiter des Portfolio Management, und meine Wenigkeit als Managing Director vertrete ich die VVU Haberger AG und manage den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Und Sie sehen auf der nächsten Folie kurzen Überblick zu den beiden Fonds. Der H1 Flexible Top Select konzentriert sich vom Ansatz her darauf, in die Spezialisten der Welt zu investieren. Und der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen konzentriert sich bei seinem Ansatz darauf, nicht nur in Warren Buffetts, sondern in die Warren Buffetts der Welt zu investieren. An der Stelle möchte ich das Wort an Thomas Bolach übergeben. Er stellt Ihnen das H1 Flexible Top Select Konzept vor. Thomas. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer. H1 Flexible Top Select, von mir schwerpunktmäßig verantwortete Fonds mit der Überschrift in die Spezialisten der Welt investieren. Was heißt das? Im Endeffekt ist es eine Strategie, die ich schon sehr, sehr lange verfolge. Also Sie sehen hier auch einen Chart, der beginnt bereits im Jahr 2004 mit der großen Überschrift Fonds Research. Ich war sehr lange Zeit bei der FWW im Fonds Research, habe dort den Bereich geleitet und bin auf diese Strategie, ja, nicht durch Zufall, aber durch wesentliche Erkenntnisse gestoßen. Und zwar der Grundgedanke von der Strategie im H1 Flexible Top Select ist eine Gleichgewichtung der Regionen. Also zum einen, Sie sehen es an dem Kuchendiagramm, Asien, Amerika und Europa auf der Aktienseite ist immer gleichgewichtet mit gleichen Verhältnissen. Und man hat noch zusätzlich, ich nenne es mal Ausgleichsmasse oder defensive Geldanlagen, um eben bei Kursrückgängen, dass man auch was zum Nachkaufen hat. Und diese Strategie wird strikt befolgt. Es gibt kein Market Timing oder in irgendeiner Form ein Eingriff, wo man seine Meinung umsetzen kann. Es gibt auch keine Marktkapitalisierungsgewichtungen. Im Endeffekt, die Strategie ist recht starr und wird einmal im Jahr durch ein Rebalancing auch angepasst. Das heißt, man hat auch eine gewisse Antizyklik drin. Und wenn es eben so ist, wie es zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit war, dass die Märkte runtergegangen sind, dass man die Chance auch nutzen kann und entsprechend was zum Nachkaufen hat. Und was wir auch im April dann auch umgesetzt haben, wir haben den defensiven Anteil ein bisschen abgebaut und dafür Aktien gekauft, weil es einfach sinnvoll war, vor allem wenn man einen Zeithorizont von 5 Jahre und mehr hat, dann war das die richtige Entscheidung. So, und die Strategie, Sie sehen es an der Entwicklung, seit 2004 eine recht gute Rendite, also die Zielrendite bewegt sich so zwischen 6 und 9% per anno. Im Fonds Research damals habe ich die Strategie schon selber verfolgt, auch in meinem eigenen Depot umgesetzt, hat sogar einen Tick mehr gebracht, 9,3%. Danach war ich auch bei einem Vermögensverwalter, dort einige Multi-Asset-Mandate mit dieser Strategie verfolgt. Da sehen Sie auch, dass die Wertentwicklung genauso weiterging wie im Fonds Research und ab dem 01.01.2017 im H1 Flexible Top Select umgesetzt. Was man auch schön sieht, ist, dass die Strategie im Endeffekt einen riesen Vorteil hat. Die gibt es schon verdammt lange. Sie ist nicht hochkompliziert und sie erholt sich durch eben dieses Rebalancing und das antizyklische Handeln immer relativ schnell bei Kurseinbrüchen, wie es 2008 war. Also man hat schon im Jahr 2010 die Hochs aus dem Jahr 2008 schon gehabt
Und auch jetzt live im H1 sieht man nur einen kleinen Abschnitt der Strategie. Aber was man hier sehr schön sieht, ist, dass 2018 runtergegangen ist, es wieder nach oben gegangen ist und auch jetzt Corona, es hat sich wieder im Endeffekt das bestätigt, was auch schon in der Vergangenheit war, dass einfach es trotz eines Kursrückgangs auch wieder eine Erholung da ist. Und man sieht es auch hier ganz groß geschrieben, seit 2004 bewährte Strategie, die hat schon sehr viele Marktphasen mitgemacht. Und das Schöne, sie ist nicht hochkompliziert, es findet kein Timing statt. Von dem her ist sie recht bewährt. Und auf der zweiten Ebene kommen wir jetzt, oder hier noch ein Gesamtüberblick vom Fonds. Also 70% der Manager, in die der H1 investiert, also es ist kein reiner Aktienfonds oder auf Einzeltitelebene, sondern wir investieren wirklich in die Spezialisten vor Ort, sind aktuell 70% gar nicht für einen Privatanleger verfügbar. Es sind aktuell 32 Spezialisten im Portfolio, 47 Länder. Also es ist eine ganz breite oder ein ganz breit aufgestelltes Portfolio. ESG-konform zu 95%, legen wir auch mittlerweile einen Fokus darauf, dass das passt. Die Strategie gibt es schon seit 16 Jahren, wie wir vorher schon im Chart gesehen haben. Und ich persönlich habe mittlerweile mehr als 20 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management. Große Überschrift, jeder Spezialist arbeitet in seiner Region und da sieht man es auch anhand der Logos, dass einfach es nicht einen weltweiten Manager gibt, der, sag ich mal, oder Emerging Markets macht, sondern Ziel ist es wirklich, die Spezialisten vor Ort zu haben, weil nur so kann eine sehr gute Performance rauskommen. Ganz einfaches Beispiel, für deutsche Aktien sitzt halt der beste Manager in Deutschland. Aus Asien kann man deutsche Aktien gar nicht managen und umgekehrt auch, wenn Sie in China Fonds haben oder chinesische Aktien investieren, brauchen Sie halt einen Manager, der vor Ort sitzt und nicht versucht aus Frankfurt oder egal wo chinesische Aktien managen. Es ist eine ganz andere Mentalität, es ist auch eine ganz andere Schrift und genau das gleiche. Japanische Aktien können Sie halt nur von Japan am besten managen. Wer es versucht aus der anderen Region, man sieht es dann an den Ergebnissen. Also hier auch ganz klar Fokus, den Manager auch vor Ort zu haben. Und keine weltweiten Manager sind vertreten, auch keine Emerging Market Manager, sondern es sind eher einzelne Länder, wenn ein bisschen überhaupt dann Regionen. Also ganz klar Fokus auf Spezialisten, weil das einen deutlichen Mehrwert liefert, vor allem langfristig gesehen. Hier auch die Karte, welche Manager aktuell drin sind. Und das Schöne ist, das rot unterlegte, das sind die Manager, die ein Privatkunde gar nicht erwerben kann, weil die meistens institutionelles Geschäft machen oder der Fonds ist vielleicht geschlossen und auch gar nicht mehr investierbar. Wie zum Beispiel bei Discover Capital, da haben wir den Scott Grove als ein Beispiel. Theoretisch wäre er für einen Privatanleger verfügbar, nur durch die Schließung ist er aktuell für gar keinen Anleger vorhanden. Ja, auch ein Beispiel von, ich sag mal, sehr guten Managern, die eben nicht für einen Privatanleger verfügbar sind, die aber ein fester Bestandteil des Portfolios sind. Treehouse Capital Management, ein Spezialist für amerikanische Nebenwerte, aktuell so um die 7 bis 8 Milliarden groß. Was sie gut können, ist Performance. Man sieht es auch hier, 17,98 seit 1980, also seit 40 Jahren knapp 18% Performance liefern gegenüber dem Index. Man sieht es auch hier, die Fokussierung auf einen Spezialisten, der sein Handwerk versteht und es bisher auch nachhaltig geschafft hat, Performance zu liefern. Ist in Deutschland unbekannt, haben erst vor einem Jahr die Kopie ihres US-Fonds nach Irland gebracht und im H1 Flexible Top Select ist Treehouse eben durch diese Verzögerung erst im Februar diesen Jahres reingekommen. Hat sich auch sehr gut entwickelt, nach wie vor Top Performance, auch gut durch die Corona-Zeit gekommen.
Ein weiteres Beispiel sehen wir hier, Squad Growth mit dem Spezialisten Stefan Hornung, der diesen Fonds seit Beginn aufgelegt hat, ist geschlossen, nicht investierbar. Weiteres Beispiel, Larrain Vial, Lateinamerika, auch immer eine Outperformance, Spezialist nur für Lateinamerika. Hier sehen Sie praktisch das aktuelle Portfolio, wie es zusammengesetzt ist, diese Gleichgewichtung der Regionen wieder von vorne gesehen, dann auch ein Fokus der Gesamtstrategie ist die Aufteilung Small Cap, Large Caps ungefähr 50-50, weil natürlich die Small Caps eine deutlich bessere langfristige Performance haben, mit dem Nachteil, dass sie aber mehr schwanken. Auch Emerging Market, Developed Market Aufteilung, also wir investieren durch diese Ein-Drittel-Lösung sehr stark in die Emerging Markets mit 33%. Die Top 10 Positionen sehen Sie, die meisten Fonds relativ unbekannt. Und wir weichen auch deutlich von der Benchmark ab oder von allen möglichen Indizes. Zweite Position ist schon Indien mit etwas über 5%. Also ein Portfolio, das vor allem auch nach vorne hin in die Zukunft, wo die Musik aufspielt, das ist Asien mit 4,6 Milliarden Menschen, Wohlstandsniveau steigt. Chinas Mittelschicht ist mittlerweile größer als Europa. Also mit der Strategie sind sie nach vorne hin sehr gut aufgestellt, waren es aber auch in der Vergangenheit, weil Asien schon immer ein großer Wachstumstreiber ist oder war und es auch sein wird. Bestes Beispiel dieses Jahr, die einzigen Länder, die noch ein positives Wachstum haben, ist China, Vietnam und Indien. Und auch vor allem fürs nächste Jahr, China soll wieder im Bereich von 9 bis 10% wachsen. So, die Erfolgsfaktoren, also im Endeffekt der H1 Flexible Top Select zusammengefasst. Sie haben Fokus auf aussichtsreiche Investments. Berücksichtigung aller Zukunftsthemen in einem Fonds. Im Endeffekt haben Sie auch durch diese breite Streuung und durch die Spezialisten die Zukunftsthemen bereits, bevor es dann auch Sektorfonds oder Themenfonds gibt, weil diejenigen, die Spezialisten gerade im Small Cap Bereich, sehen ja schon die Entwicklungen in den einzelnen Bereichen. So ist Treehouse schon immer zu 50% des Portfolios in Technologie und Biotech investiert, bevor man überhaupt zu dem Thema kam. Sie haben die besten Manager in einem Portfolio aktiv verwaltet und der Portfolio-Manager, also ich bin schon seit über 20 Jahren am Markt, habe schon alles Mögliche gehandelt. Meinen ersten Fonds habe ich sogar noch deutlich früher gekauft, also Fonds und Strategien ist so mein Ding. Von dem her sind Sie mit dem H1 vor jetzt und auch für die Zukunft sehr gut aufgehoben. Ja, das war es auch schon von mir und ich übergebe das Wort an meinen Kollegen, den Gunter Burgbacher, der für den AFB Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen zuständig ist. Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen bietet Investoren einen Zugang zu börsennotierten Beteiligungsunternehmen, also zu Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen, die ihr Geschäftsmodell darauf fokussiert haben, Beteiligungen an anderen eigenständigen Unternehmen einzugehen. Das können Investmentbeteiligungen sein oder auch der komplette Kauf eines Unternehmens. Diese können gehalten werden, entwickelt und integriert oder auch wieder veräußert. In diesem Fall haben wir es erstmalig mit einem Fonds zu tun, der sich ausschließlich auf diese Unternehmen fokussiert. Und das bekannteste Unternehmen in diesem Bereich ist zweifelsohne Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Weltweit gibt es aber noch eine ganze Menge andere erfolgreiche Beteiligungsunternehmen und deswegen wird im Fonds nicht nur in Warren Buffett, sondern in die Warren Buffetts der Welt investiert. Warum macht es Sinn? Es gibt diverse Highlights in diesem Bereich, die erwähnenswert sind. So notieren viele dieser Firmen häufig unter dem Substanzwert und bergen deswegen auch Spin-off-Potenziale.
Weil indem man einen Teil, zum Beispiel ein Unternehmen wieder veräußert oder es separat an die Börse bringt, kann man natürlich diese Potenziale unter anderem heben. Des Weiteren wird in unterschiedliche Investmentstrategien investiert. In Summe gibt es 11 in dem Bereich. Dazu später nochmal mehr, was eine zusätzliche Diversifizierung bringt. Denn die Unternehmen bieten eine Streuung, deswegen haben diese Unternehmen auch einen gewissen Vorcharakter. Es handelt sich um aktiv gemanagte Portfolios. Aber durch die unterschiedlichen Investmentstrategien kommt nochmal eine zusätzliche Diversifizierung hinzu, die insbesondere auch in Stressphasen eine gewisse Stabilität bringt, die sonst nicht da wäre. Diese Unternehmer handeln sehr häufig antizyklisch. Das ist genau das, was man braucht beim Investment. Und oftmals stecken ja viele zurück in Stressphasen am Markt, aber genau dann findet man die Perlen. Und diese Unternehmer haben einen Riecher dafür. Die Beteiligungsunternehmen können auch Private Equity Investments machen. Oftmals ist es so, dass es eine Tochtergesellschaft gibt, die solche Investments zum Beispiel macht. Auch davon profitieren die Investoren. Der Fonds selber macht keine Private Equity Investments. Private Equity ist in Summe eher unterrepräsentiert im Fonds. Es ist einer von 11 Investmentstilen. Da gibt es eine klare Abgrenzung, auch dazu später noch mal mehr. Und es gibt über diese Unternehmen natürlich einen Zugang zu einem enormen Insiderwissen, weil diese Unternehmer sind so gut vernetzt und so haben so einen Zugang zu tollen Deals im Markt, dass davon natürlich die Investoren auch profitieren können. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellt, was bringt es? Gibt es da einen Mehrwert? Diese Beteiligungsunternehmer, die schaffen Werte und das in vielen Fällen seit Jahrzehnten. Und zum Start des Fonds im Januar 2019, das Startportfolio waren 25 Titel, das ist die graue Linie hier. Wenn man das betrachtet über einen 10-Jahres-Zeitraum, dann gab es eine signifikante Outperformance zum erfolgreichsten Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, der Berkshire Hathaway, und das hat sich nahtlos fortgesetzt seit der Auflage des Fonds, das ist die grüne Linie. In dieser Zeit, seit der Auflage, konnten bis zu 25% Outperformance erzielt werden. Es gab nur ein Quartal, wo Warren Buffetts Berkshire Hathaway stärker war. Und da sieht man schon, welches Potenzial das bietet, so zu investieren. Ich möchte ein paar Investitionsbeispiele geben. In Summe sind aktuell 40 Unternehmen im Fonds. Die sind alle gleichgewichtet und wir haben hier mal 4 Beispiele. Ein Beispiel wäre MBB, ein deutscher familiengeführter Konzern, der sich, sage ich mal, auf Mittelstandsbeteiligungen konzentriert und aktuell unter anderem die Bereiche E-Mobility, Energieinfrastruktur, IT, Security und ökologische Systemlösungen zum Beispiel abdeckt. Gerade in den letzten Monaten ist dem Unternehmen, nicht dem Unternehmen selbst, sondern sagen wir mal dem Börsenkurs, ein toller Turnaround gelungen, denn hier haben wir es auch mit einer signifikanten Unterbewertung gehabt, die jetzt sukzessive gehoben wird. Also ein sehr spannendes deutsches Unternehmen. Dann ein anderes Beispiel aus dem Fonds, die US-Holding Danaher. Ein riesen Beteiligungsnetzwerk mit vielen, vielen Investments, unheimlich viele Unternehmen wurden akquiriert, in Sparten aufgeteilt. Aktuell sind die treibenden und federführenden Konzernsparten Life Sciences, Diagnostics und Environmental and Applied Solutions. Und in diesen Bereichen konnten also in den letzten Jahren tolle Renditen erzielt werden, zwischen 15 und knapp 24%, was man hier auch sieht. Hier haben wir eine jahrelange Outperformance, zum Beispiel zu Berkshire Hathaway. Dann ein US-Mischkonzern, die Roper Technologies. Da ist sehr spannend, weil sie sich auf Nischenmärkte mit extrem hohen Margen konzentrieren. Sehr breit aufgestellt, auch seit Jahren eine interessante Outperformance. Im Portfolio sind verschiedene Bereiche abgedeckt, die auch jetzt zum Tragen kommen in der Situation mit der Corona-Krise, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, auch das Thema Wasser,
Andere Bereiche sind Transport, Nahrungsmittel, Energie, Bildung und Forschung. Und noch ein letztes Beispiel an der Stelle, das ist die Halma, eine britische Gruppe von Technologieunternehmen. Da ist ja spannend, das Unternehmen gibt es schon über 100 Jahre und ist entstanden aus einer Kautschukplantage. Hat sich über die Jahrzehnte komplett gewandelt und ist heute sehr, sehr gut aufgestellt, sehr, sehr spannend und wächst im Endeffekt durch Akquisitionen auch in Nischenmärkten weltweit, ist in sehr interessanten Bereichen der Gefahrenerkennung, Lebensschutz zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen tätig, spielt also auch in der aktuellen Zeit eine interessante Rolle. Wie findet man solche Unternehmen? Was sind so die Kriterien? Also wie kommt man da auf die Perlen, sage ich mal? Ja, man muss zunächst mal in diese drei Sparten unterscheiden. Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzerne. Es ist ein reiner Bottom-up-Ansatz. Man muss dann tief in diese Unternehmen reinschauen, weil nicht jede Holding ist ein Beteiligungsunternehmen. Genauso ist nicht jeder Mischkonzern hier interessant oder kommt in Frage, weil er gar nicht zu dem Geschäftsmodell passt, wie ich es vorher beschrieben habe. Aber in diesen drei Sparten finden Sie die Unternehmen. Dann muss man schauen, was haben die für einen Investmentfokus. Es macht ja keinen Sinn, wenn alle Unternehmen den gleichen Investmentfokus haben. Also hier haben wir auch eine schöne Streuung. Es gibt unterschiedliche Bereiche in dem beim Investmentfokus. Und dann sehen Sie rechts noch die 11 Investmentstrategien. Davon sind manchmal alle im Vorbesitz, aktuell sind es 8. Und somit kriegt man nochmal diese zusätzliche Diversifizierung. Schauen wir uns ein bisschen detaillierter den Investmentprozess an. Im Endeffekt besteht das Fonduniversum aktuell ungefähr aus 350 Unternehmen. Die wurden durch eine Bottom-up-Auswahl schon mal vorselektiert, weil es keinen Sinn macht, ein Unternehmen mit 2 Millionen Marktkapitalisierung mit reinzunehmen. Deswegen auch ganz rechts das Kriterium Marktkapitalisierung größer 50 Millionen Euro. Aktuell ist das kleinste Unternehmen mit über 300 Millionen Marktkapitalisierung auch nicht besonders klein. Insofern ist das Kriterium wichtig, aber spielt momentan keine große Rolle. Ansonsten wird tatsächlich aussortiert. In der engeren Auswahl sind es 100 Unternehmen. Da sehen Sie, dann kommt der Fokus, die Strategie und noch ein weiteres Kriterium, also mindestens 5 Beteiligungen dazu. Im Fonds sind dann die besten Ideen aktuell, also immer so 25 bis 40 Unternehmen, alle gleichgewichtet, aktuell sind es 40. Und ich sage mal, von den unteren Bereichen möchte ich noch erwähnen, neben dem Fokus auf das Thema Bilanzqualität, operativer Cashflow, der sehr, sehr wichtig ist, denn der operative Cashflow setzt ja wiederum voraus, dass man wieder weitere Beteiligungen eingehen kann. Und das ist das Schöne, dass die Unternehmen in der Regel mit dem Kerngeschäft gutes Geld verdienen, das sie dann auch in weitere Investitionen stecken können. Und von Anfang an bildet das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, ein Querschnittsthema über den ganzen Fonds. Es ist kein einer Nachhaltigkeitsfonds, es ist ein Fonds für Beteiligungsunternehmen. Aber wenn man in diesem Sinne vorgeht, kann man sich natürlich in diesem Bereich auch auf Unternehmen fokussieren, die hier einen Mehrwert bieten. Also was das Thema Umweltfaktoren anbelangt, Wachstum auch unter Berücksichtigung der Umwelteinflüsse, das Thema soziales Engagement und aber auch das Thema Unternehmensführung kommt zum Tragen, wird beachtet und bereits jetzt hat der Fonds und hier ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsrating bekommen. Und wenn wir einfach mal ein bisschen noch tiefer ins Portfolio schauen, sehen Sie hier aus den letzten Wochen mal die Top 15 Positionen. Das rolliert natürlich ständig, weil der Fonds ja gleichgewichtet und das macht man nicht jeden Tag, sondern das mache ich sukzessive anhand der Mittelzuflüsse. Und das bietet auch dem Investor eine gewisse Antizyklik. Nehmen wir das Beispiel MBW von vorher. Die ist mittlerweile sehr weit nach oben gerutscht. Also in den letzten Wochen kommt sie auch in diese Liste rein und hat einfach eine schöne Wertsteigerung erfahren. Und da hat sich sozusagen das Gleichgewichten, also Nachkaufen über die letzten ein, zwei Jahre
ausgezahlt. Ja? Im Endeffekt ist es so, wir haben ein Drittel im Fonds sehr, sehr breit diversifizierte Beteiligungsunternehmen und ein Drittel ist spezialisiert auf ein bestimmtes Thema, auf eine Branche fokussiert. Ich nenne mal nur PayPal als Beispiel. PayPal hat über 20 Akquisitionen getätigt in den letzten Jahren, hat über 10 Investmentbeteiligungen, entwickelt sich also genau in die Richtung Beteiligungsunternehmen. Aber natürlich haben wir es hier mit einem Fokus zu tun auf eine Branche. Und was Sie auch sehen, die breite Streuung an verschiedenen Investmentstrategien. Kommen wir nochmal zum Schluss, zu einer Zusammenfassung der Mehrwerte für die Investoren. Sie haben mit dem Aktienkauf für Beteiligungsunternehmen eine sehr, sehr breite Diversifizierung von Beteiligungsunternehmen. Sie finden eine einzigartige Diversifikation von diesen unterschiedlichen Investmentstrategien. Aktuell 8, in Summe können es bis zu 11 sein im Fonds. Das kommt dazu. Somit haben wir natürlich eine Diversifizierung über den Fonds. Der Investor hat über diese Unternehmen indirekt über 5000 Beteiligungen. Und somit hat es natürlich, sage ich mal, eine Diversifizierung analog einem Aktiendachfonds, aber eine viel, viel günstigere Kostenstruktur. Es ist ja kein Dachfonds, es ist ein Singlefonds. Und im Gegensatz zu börsennotierten Private Equity haben wir hier wirklich ein sehr attraktives Rendite-Risikoprofil. Deswegen auch die Abgrenzung zu Private Equity, denn insbesondere in Stressphasen sind die Drawdowns geringer und auch die Erholungsphasen sind deutlich schneller. Ich bringe 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich mit. Und das Schöne ist, auch aktuell gibt es kein verfügbares Konkurrenzprodukt. Zusätzlich haben Sie sehr attraktive Beteiligungsportfolios, die auch jenseits der Marktindizes Renditechancen bieten. Hier werden echte Werte geschaffen. Und somit ist es eine absolut interessante Beimischung auch für konservative Portfolios. Sie alle wissen, im Geldmarkt- und Anleihenbereich ist es sehr, sehr schwierig, aktuell Renditen zu erzielen. Und somit braucht man einen gewissen Aktienanteil. Und da bietet es hier eine sehr interessante Beimischung. Der Fonds ist ausschüttend und bietet natürlich auch die Steuervorteile. Laut dem Investmentsteuerreformgesetz, die eben die Aktienfonds haben. Und insofern freue ich mich, wenn ich weitere Investoren begrüßen darf. Darf mich an der Stelle bedanken. Gute Zeit. Ja, abschließend auch noch von mir. Ich wünsche Ihnen auch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß auf der virtuellen Messe. Dankeschön für Ihre Zeit.